Das ist eine neue Ausgabe vom ZUL. Auch heute spielen die zwei Spieler gegeneinander. Wir haben 100 ZUL-Fans gefragt zu diversen Fragen. Drei Runden spielen wir und los geht's. Wir spielen eine neue Runde vom ZUL. Heute Patrick Gehring gegen den Reto Schäppi. Erste Frage, wir haben 100 ZUL-Fans gefragt, ist, nennt uns ein typisches Hockey-Resultat. Patrick Gehring war zuerst. 2-1. 2-1, schauen wir, ob es jemand gesagt hat. Was? Ich hätte auch 2-1 gesagt. Das ist schon das erste X für den Patrick. Reto. Oh. Wer andere hat vielleicht? 100 Fans auf dem Hallenstadion. 1-0. 1-0 im Hockey? Also es geht ums Hockey, ja, nicht ums Fußball. Ja, voll, Ball. Aber du musst ja denken, was die Leute okay. denken. Also, okay. Wo sind wir dran? Ja, du bist ja dran. Ja, was haben die gesagt? Mehr Goal in dem Fall. Kann man einfach auch sagen, mit Goal-Unterschied? So mit zwei. Nein, du musst genau das Resultat. Okay. 3-0. 3-0. Schauen wir, ob das irgendjemand gesagt hat. Auch das ist. Das wäre legendär. Also ihr wäret die Ersten, die noch keinen Punkt hätten. 4-2. 4-2. Yes! Jetzt bin ich wieder dran. Nein, es ist abwechslungsreich. 23 Punkte, geht aber auf dein Konto. Ganz geil. Hast sogar 69 bekommen, der Regie ist so gross in diesen Temperaturen. Oh, geil. Wie korrigiert. 23 Punkte für dich, Reto. Jetzt komme ich wieder dran. Jetzt bist du dran. Ja, dann nehme ich 3-1. 3-1? Schauen wir. Nein. Auch das ist rum. Platz 3. Gibt nur 11 Punkte. Okay. Jetzt bin ich. Yes. 4-1. 4-1. Yes. Ist auch mit dabei. 10 Punkte für den Reto. Jetzt kommt ein Druck, man. Du hast zwei Kreuz. 2-0. 2-0. Das hat ich schon. Oh, der Patrick ist aus. Patrick ist aus. Reto, du darfst fertig spielen, bis du drei Kreuze hast. 4-3. 4-3. Schauen wir, ob du bist. Yeah. Hey, Top-Antwort sogar. Haben gesagt, 32 Fans. 5-3. Nicht gefallen? Nein, 3-2. 3-2, gute Wahl. Platz 5. Haben gesagt, 6 Fans. Aha. Jetzt kommt ein exotisches. Ja, 6-5. Fast! Ist aber falsch. Wir lösen jetzt auf. Letzte Antwort war 6-4. Haben noch 5 Fans gesagt. Somit hast du noch 11 Punkte in dieser Runde. Der Reto 71. Wir gehen in die Runde 2. Alles ist noch offen. Sind ihr bereit zum Buzzern? Ein ehemaliger Spieler vom ZSC, nicht der Matthias Seger. Ja, was ist das? Hey! Ich bin ein bisschen vorher. Was? Das System ist kaputt. Ich bin ein bisschen vorher. Wir machen es nochmal. Ich habe gesehen, dass mein zuerst noch war. Nein. Wir müssen das nochmal. Also, wir nehmen eine andere Frage. Frage Nummer 18. Frage Nummer 18 kommt jetzt. Okay. Berat. Ja? Schönste Stadion von der Schweiz. Ja. Kannst du einfach mal drücken. Ja, nehmen wir das Hallenstadion. Hallenstadion, schauen wir. Zählen Fans haben gesagt. Jawohl. Platz 1 und 72 Fans haben das gesagt. Uiuiui. Ja, aber hey. Das ist heftig. Was ist das? Okay, wir gehen weiter. Ja, Davos. Davos. Haben noch 10 Fans gesagt? Ich nehme Zug. Zug ist mit dabei. Härte, Zug, 18 Fans. Wir haben sogar über 100 Fans gefragt bei dieser Frage. Jetzt kann man das sagen. Ich verstehe, das habe ich schon besser nie verstanden. Wenn es 1-100 Es sind ein bisschen mehr bei dieser Umfrage. Sorry, 72 Punkte. Er war so weit hinein, wir haben die Punkte rausgegeben. Der Regie ist sehr grosszügig. Also Bern. Bern. Er hat immer noch gesagt, 15 Fans. Ja. Was nehme ich? Die nehmen sie sicher nicht. Ah, Ambri. Ambri? Das ist der erste X, würde ich sagen. Schauen wir,
Jawohl, das erste Eis. was sage ich? Was sage ich? Ich sage noch. Lugano. Lugano, schauen wir. Nicht mit dabei. Dann nehme ich Biel. Biel? Das ist auch. What? Wow, dann nehme ich. 96 zu 101. Das kann es nicht sein. Genf kann es nicht sein. Genf. Nein! Genf ist der Schweiz. Ich nehme das Hoheriet. Das neue Hoheriet, schauen wir. Hat leider keiner von den Selbstmeistern. Du bist leider draußen. Nein. Deine Möglichkeit Nein. zum Aufholen. Was gibt es denn überhaupt los? Es ist ein Aufsteiger, kann man so sagen. Ah, ja. Rappi. Rappi ist mit dabei. Mehr nimmt jetzt nicht mehr. Die 5 habe ich gefunden, kann er noch geben. Komm. 101. Dann wird es aber spannend. Lugano ist es nicht. Amber ist es nicht. Früher ist es nicht. 5 Sekunden hast du noch? Oh, leider angelaufen. 6 wäre gewesen. Lausanne. Er hat gesagt, zwei Fans. Zwei Fans haben das noch gesagt. Das Provisorium, oder? Das Provisorium. Also, dann gehen wir nochmal zu der Frage 19. Folgende Frage ist im Finale. 101 zu 101. Es wird also nochmal richtig, richtig spannend. Zufall, ha? Die Frage ist, ein ehemaliger Spieler vom ZSC. Oh, wie schnell bin ich denn da? Mark Streit. Mark Streit. Hat niemand gesagt. Was sind das für Fans? Aber über den Segi nicht, oder? Segi ist nicht, das kann ich sagen. Nehmen wir den Michel Zeiter. Michel Zeiter? Oh, das ist gut. Auch das gibt es X. Was? Kein Kopf, Teddy. Das ist ja krank. Warte, ich hätte es Claudio Micheli gesagt. Warum kann ich das jetzt auch nicht sagen? Was, irgendetwas, was sagen denn die Fans? Ja. Ich sage Claudio Micheli. Ich habe mir Hände gefragt, das ist eine Frage halt. Ja, okay, ui, ui, ui. Ja, den anderen, aber dann bringe ich den Aris Ulander. Ja! Das ist top Antwort. Aris Ulander hat gesagt, 33 Fans. So dumm. Dumm, ja. So dumm. Ja, ich sag. Es gibt noch. Warte, du bist schon fast raus. Also zwei gibt es noch auf der Liste, wo heute noch in der Organisation arbeiten. Ja, nein. Edgar Salis. Edgar Salis, schauen yes. wir. Das hat CA Media wieder gesagt. Salis! Ja, ist Salis. Das tatsächlich auch. Salis ist du? Sicher gerade nach dem Zulauf bekannt worden. Okay, du hast noch einen, das ist nochmal jemand. Wo auch nicht in unserer Organisation arbeitet, wo so hoch oben ist, oder was? Nein, ich hätte einen anderen gesagt. Aber ich muss ihn ebenfalls sagen, aber ich glaube. Er hat, glaube ich, sogar zu Salis Seite gespielt, lange ist her. Sehr lange ist her, Bib. Sehr. Also sehr lang. Ich brauche eine Antwort, sonst gibt es einen Six. Ich nehme aber den Cäsi Zehnder. Cäsi Zehnder, schauen wir. Das wird einfach nicht gewürdigt, hier, die Leute. Wirklich. Andreas Zehnder ist mit dabei. Hey, Achtung! Ah, ich komme! Platz 5, Andreas Zehnder. Gerade du hast auch eintöckeln, bevor du mit diesem Punkt hast. 10 Fans haben das gesagt. Dann sage ich den Stirni. Okay, schau mal, Reto Stierimann, oder? Ja. Du bist aber nicht mehr dabei. Leider draußen, leider draußen. Jetzt schauen wir mal, ob du da noch wirklich. Du hast sowieso noch verloren. Aber schauen wir mal, ob der Patrick Gehring da noch kann. Wer haben wir noch? Kopf. Die Streit ist nicht gewesen. Etwa noch bei uns schafft, in der Organisation. Sag, musst du am Stoff. Auf der Geschäftsstelle sogar? Ja, ich sag. Andere Stoffel. Andere Stoffel. Komm, Stoffi! Nein! Das wird wirklich. Das wird nicht gewürdigt. Er ist auf der Geschäftsstelle. Ja. Vielleicht wissen Sie gar nicht, dass Sie jemand zum ZSC gespielt hat. Der Bruno Vollmer! Ja, mein Gott. Ist mit aber du hast das nicht gesagt. Mal schauen, wie. Ernsthaft? Wirklich? Ja, gut, elf. Samuelsson. Ihr wollt einfach euren Auftrag behalten. Mit ZSC. Ja. Nein, wirklich nicht. Also, elf. Hast du die Punkte schon beim Zugeben? Ja, die gibst du niemandem. Wir lösen auf. Du hast eh schon gewonnen. Platz 6 war Chad Silver. Haben wir noch 2 gesagt. Ja, ja. Und Platz 3, vielleicht überraschend, Domenico Pittis. Oh.
haben 15 gesagt. Also, damit gewinnt Patrick Gehring mit 144 Punkten zu 117. Tut mir leid, Reto. Kann man schon so sagen. Es gibt aber noch eine Revanche. Wir spielen nachher noch eine. Das war es von der heutigen Sendung und bis bald.